1. Ja, hast du das Spiel noch nicht gestartet? Startet er einfach nur das Spiel. Oh, irgendwie dämlich. Aber gut. Ja. Egal. So. Ja. Okay, ihr Lieben. Dann. Ja, Futter. Ach, das ist geil. Das ist gleich mit 4 Einheiten. Das ist cool. Okay. Ach so, ja, genau. Kaufen, alles klar. Lol, ey, ich hab die doch gerade erst gefüttert. Die Kühe? Kack. Nein. Die. Unsere. Ja, die Haustiere hier. Ja, echt, ey, meine Fresse. Wo ich meine Schaufel hingebackt? Hier ist sie auf der 8. Kann ich ja auch so. Ja, ich auch so. So. So, ich soll auch ein bisschen schöneren Boden hier bekommen. Meine Lieben, ne? Jetzt erstmal eben. Oh, ich gehe gleich erstmal. Sag mal schnell. Bienenstock-Dinger kaufen. Wobei, warte mal. Untersuchen? Sind beide zufrieden, okay. So, was bringen die dann? Fleisch oder Milch? Das wäre jetzt auch interessant zu wissen. Ich glaube, die werden dann irgendwann mal Milch hergeben. Gesundheit. Nee, Husten. Okay. Die Kühe, oder was? Ja. Wäre jetzt hart, wenn du denen jeden Tag ein Stück Fleisch rausschneiden könntest. Oh, Alter. Ja, live. Kopfkino. So, das Kuhfutter packe ich mal hier in die Scheune hinein auch. So, zack. Ah. Also dieses Aufheben und Platzieren und irgendwie komisch, ey. Tja. Na, Foxy. Übrigens hast du dich gerade ganz gleich angehört wie die Kuh, die gerade mir ins Ohr gemault hat. Ich? Ja. Ach, hab ich ja ganz vergessen. Ich mach mal kurz in die Stadt. Nein. Ich bleib hier. Ja, ich bin halt wieder am Weg ein. Alles klar. Dann komm ich auch mal euer zugesteckt. Ja, komm. Ja, einfach mal schön in den Stream gähnen. So fette Nachen hineinzeigen in die Webcam. Okay, bin das jetzt doch ich, der den Stream selber guckt? Weil jetzt ist der Stream auf Pause und es steht da eine Null. Aninchen, herzlich willkommen im Stream. Jetzt muss ich kurz gucken. Zeige mir die Liste an. Und Kürbis for B. Hallöchen. Und der Mike pennt noch immer in meinem Stream. Was denn da los? Ich glaube, der Mike pennt immer im Stream. Egal in welchem. Der ist immer nur im Off am Lurken. Ich habe ein neues Wort gelernt. Hui. So, zurück zum Spiel wieder hier, ne? So, zack. Ach so, ich dachte gerade, wer liegt denn da auf dem Boden? Ja, das bin ich, der Sandler ums Eck. Lol. Mega lecker. Arbeiterbiene, geil. Direkt neben dem Verkaufsstand. Weiße Ziegelweg. Wir wollten ja. Alter, sortiert die immer um? Die sortiert immer um. Frechheit. Lol. 26 für 2 Moss. Alles klar. Weg. Das haben wir. Hä? So, nochmal. Verkaufen. Alter, wie geht's euch so? Sag doch mal was im Stream. Aber ich habe natürlich auch nichts gegen stumme Zuschauer. Da war letzten Freitag einer, der sehr lange stummer Zuschauer war und dann hat gesagt, ja, schon lange dabei. Und jetzt möchte auch mal ein Wort des Dankes sagen. So sind die auch immer wieder schön. Okay, krass. Was würden wir einfach da eigentlich dafür? Oh, 120? Nee. Dann nehme ich die wieder mit. Aber. So, warte mal, jetzt machen wir wieder zu. Ach, ich hab die. So, die 5 leeren. Könnten wir mal. 300, lol. Jetzt sollte ich halt was nachschauen.
42 Kisten bringen 1260. Lol. Okay, die war heute noch gar nicht. Also, nee, war gestern doch noch online. Ich glaube, die werde ich mal anrufen. Wer? Das verstehe ich nicht ganz so. Wo ich gestern eben meinte, war es nicht verstehe, warum sie nicht mehr antwortet. Okay. Ich glaube, ich werde die mal anrufen. Das kommt mir nicht ganz geheuer vor. Okay. Ja, viel Glück. Ja, das Mensch, entweder, ich weiß nicht. Das ist kompliziert. Entweder sie vergisst es echt oder hat echt so viel Stress. Oder vergisst es andauernd, das kann natürlich auch sein, dass sie wieder so eine Phase hat, wo sie andauernd etwas vergisst, sie möchte was machen, vergisst es aber. Aber anrufen schadet ja nie, ne? Interpretationssache? Naja, ich werde jetzt nicht dauerklingeln, das ist schon klar. Das haben wir versuchen, wenn es nicht abtippt, später nochmal und sonst ein paar Tage später halt irgendwann mal wieder. Weil ich meine, sie hat auch nichts verlautbart, dass sie den Kontakt mit mir abbrechen möchte oder so. Das ist ja das Komische. Okay. Und wow. Ja. Was? Ach ja, genau. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Eine gute Freundin, die plötzlich nicht mehr antwortet. Das ist ein bisschen strange. Little bit. Na. Das fand ich gerade so. Also, mein kleiner Bruder hat so vor kurzem die Interesse an Handlesen entdeckt. Das war recht lustig. Okay. Da war er von meiner Hand ein bisschen enttäuscht. Lol, sollen wir Dunkelfeengras pflanzen? Ob irgendwann Schild hängen, leuchtet fest die Territorien oder was irgendwie? Ja. Ach, guck, wir haben einen Tierer hier. Geil. Seit wann haben wir den da? Was? Die Montierbank? Ja. Habe ich doch vorhin gesagt, die habe ich gekauft, damit ich Pflasterstein machen kann. Oh. Also Pflastersteinweg. Ah, jawohl, verpasst. Ja. Hey, warte, ich habe schon wieder vergessen. Ach. Ja, genau. Bienengedöns. Kacke. Anderer Laden. So. Genau, zu Ria wollte ich schauen. Ich habe ja deren Handy gefunden. Das soll ich ihr vielleicht mal zurückgeben. Oh, geil, mein Mikro war noch gemutet. Ach, da ist sie ja. Warte mal, Ria, nicht davonlaufen, ich habe dein Handy. Handy, Handy, klingelst du schon wieder? Singst schon ganze Lieder? So, hier, Handy. Ist es ein Zuschauer auch schon wieder weg? Geil. Mia, frische Beute. Mia, ich zieh. Was? Ich zieh dich noch nur auf. Du siehst nicht aus wie ein Fisch. Ich bin Ria, eine hiesige Fischerin. Meine Stimme ist am Arsch. Falls du jemals Angeltipps brauchst, dann komm mich besuchen. Kann jetzt ihr das Handy geben? Kackhotkeys. Also, du musst unbedingt einen Angelplatz bauen. Wenn nicht, dann sterbe ich noch vor Hunger. Ja, das willst du nicht, oder? Okay, ich will das Schild auf dem Angelplatz bauen. What? Geil. Bienenhaus 690. Alter. Okay. Ich lese das jetzt nicht alles vor, Leute. Kannst du jetzt gucken, wie... Einen Angelplatz dürfen wir für die nette Dame bauen. Erst dann dürfen wir das Handy geben. Vorher braucht sie es auch noch gar nicht. Lol. Ja, alles klar. Machen wir. Ende. Katze schläft noch immer, Alter. Am Strand hinter unserer Bude? Ja, ich gehe mal einfach direkt zurück zum Strand. Also nicht weit weg von uns. Lol. Dieses Bauen. Das sieht so aus, als hätte hier schon jemand mal wer gebuddelt. Nein. Kann gar nicht.
Einsiedlermuscheln. Alter, wie viel hier rumliegt. Wir haben ein Schild bekommen. Ja, stell mal auf. Eine Scheiße haben wir bekommen. Ah, da ist es. Da ist es. Wie groß ist der? Ach du Heiliger. Was? Die Königin sammelt Bienen. Eine von 10. Ja, das dauert ein paar Tage, bis der Bienenkasten dann voll ist. Wieso 10? Weil es 10 Bienen, Arbeiterbienen braucht. Ich dachte, es sind 3. Nee, nee, 10. 3 Tage dauert es, bis es wieder voll ist. Ach so. 14 Wasser haben wir drinnen, Holz brauchen wir 10, Fischgestell 1, Köderbox 1, Fass 1. Ja gut, das dürfen wir, glaube ich, irgendwie schaffen. Ey, ohne Witz, ich glaube, ich kann am besten auf meine Seite deinen Chat noch mit einbinden. Bei mir sind schon wieder alle raus. Also bei mir sind 6 Zuschauer. Still schweigende Lämmer, aber sie sind da. Das darf man nie vergessen. So, Rezept für Köderbox. Kannst du gerne machen. Wie du willst. Was? Gut. War das gerade an mich? Ja, eigentlich schon. Was kann ich machen, wie ich will? Den Chat einbinden. Ja, dafür bräuchte ich dann den Link von dir. Stimmt, da war was. Aber du kannst bei meinem Chat mitlesen, das geht. Ja. Dann hast du nicht in der Aufnahme den Chat herumtockeln. Hä? Nein, nicht in meine Aufnahme. Ich hab mir letzte Tage so eine Seite gebastelt, wo ich jetzt meinen eigenen Stream einfach nur laufen hab. Ja. Und in einem vernünftig großen Fenster halt meinen Chat. Damit ich den halt eben genau in meiner Aufnahme, nämlich nicht die ganze Zeit so groß drin habe. Okay. Ergibt Sinn. Ja, und damit halt Firefox nicht ganz so extrem ausgelastet ist, hatte ich halt keinen Bock, auf die original Twitch-Seite zu gehen. Braucht ihr das so viel? Ja, bei meinem PC ja. Ah, okay. Monitor, bleib an. Okay, das wird ein bisschen hart, das zu bauen. Fischgestell, 3 Bauholz, 2x Nägel, 2x Seil. Das geht in Ordnung. Köderbox. Bauholz, Blechen, Nägel, Prozesse. Einfache Kasten, wahrscheinlich durch einen Schnitzer. Okay, ich mache mal zack und zack. Ah, man kann jeweils eins. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Fischgestell an. Bevor wir dann hier was hinbauen. Was hast du hier gerade vor? Ich gar nichts, ich mach nichts. Ich würde nie was tun. Du weißt schon, dass das Wasser nicht reinfließt, ne? Ja, weiß ich. Ah, du machst einen Boden, okay. Lol. Hier mal kurz Fischgestell machen, ne? Ja, ich glaube, ich mach den... Ach komm, ich pack einfach nochmal Holz drauf. Scheißegal. Doppelter Boden, juhu. Ich glaube, darunter kannst du den ganzen Sand abkramen. Ja, ein Block muss aufliegen. Ah ja, stimmt, sonst. Ist alles weg. So, wir brauchen 3x Bauholz. Haben wir Bauholz? Haben wir. Warte mal. Zack. Bauholz haben wir genug. Da Nägel müssen wir uns kaufen und Seil müssen wir uns kaufen. Das bekommen wir, glaube ich, zusammen. Das habe ich gerade wieder verlaufen. Ah, hier sind wir. Da, da, da. Na ja, 2 hübschen. Sind beide zufrieden. Das freut mich. Das macht einen guten Farmer aus. Nicht wahr, Foxy? Ja, der strahlt nur so vor Lebensfreude. Juhu. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass der Foxy heißt. Warum? Weil der einer der Hunde meiner Schwiegermutter Foxy heißt. What the fuck? Zuerst Lilly, jetzt ein Hund? Ja. Was soll ich machen? Ist halt so. Nice, sag ich nur. Dann fällt es dir ja nicht allzu schwer, den Namen zu merken. Nee, nicht wirklich.